Single-Dasein ist einfach ein Lifestyle geworden. Alle denken, ja, könnte ja noch was Besseres kommen. Ich weiß nicht, wie lange ich das so machen kann. Ja, genieß doch einfach mal dein Single-Leben. Was ist das Problem? Es geht mir gut. Hey. Das war meins. Ey, was ist denn falsch mit euch Typen, ha? Gentlemanmäßig und so? Sag mal, was ist denn eigentlich falsch mit euch Frauen? Ihr dreht dieses Feminismus-Ding immer so, wie es gerade passt, oder was? Er zahlt Feminismus und so. Sag mal, bist du mich verknallt, oder was? Nee. Dann können wir doch mal vögeln. Willst du was trinken? Nee, so viel Zeit habe ich gar nicht. Ach. Was machst du denn da? Ich dachte, das findest du voll gut. Nee. Sorry, hab ich dich verwechselt. Ciao. 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 War er verabredet? Ist schon komisch, dass es scheinbar leichter ist zu vögeln, als mit jemandem Asia-Food zu essen. Es gibt auch noch Leute, mit denen ist es leichter, Asia-Food zu essen, als zu vögeln. Weißt du, was ich an Pistazien so liebe? Dass man sich das verdienen muss. Das bin ich. Wie lange wart ihr denn zusammen? Gar nicht. Du hast ja gesagt, dass du in sie verliebt bist. Und sie hat dann so nö gesagt, oder wie? Ich bin doch kein Idiot. Ich habe ihr natürlich nicht gesagt, dass ich sie liebe. Wieso nicht? Wenn sie nicht nö sagt. Siehst du das? Also ich sehe da nichts. Hey, stehen bleiben! Vielleicht können wir uns mal wieder zum Sex treffen. Nee, garantiert nicht. Nur nicht, dass sich noch jemand verliebt. He's in love. Niemals. Ich glaube, sie ist nicht da. Daten ist das neue Endstadium. Danach kommt nichts mehr. Dann bist du ja trotzdem alleine. Sag bloß, du hast noch nie geliebt. Ich habe schon längst mit dem Schluss gemacht. Warum das denn? Der war voll die Klette und der wollte die ganze Zeit nur was mit mir allein machen. Das ist doch super süß. Oh Gott, ist das süß, ey.